Hallo, herzlich willkommen zu diesem Video. Willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Oliver Schirmer. Ich freue mich sehr, dass du ja dieses Video jetzt hier eingeschaltet hast. Und hier in diesem Video ja, geht es um die ABC-Kundenanalyse und warum du ja gerade in deinem Business ja eine Kundenanalyse durchführen solltest. Vielleicht hast du auch schon mal die Situation gehabt, dass du ja als Networker, als Verkäufer, wie auch immer, ja, in einem Kundengespräch saß, 30, 60 Minuten lang alles gegeben hast, oder vielleicht hast du einen Livestream gemacht oder ein Webinar und wolltest was verkaufen und ja, hast 30 Minuten, 60 Minuten alles gegeben und danach leider nicht verkauft. Und sehr häufig ist es so, dass ja, das Problem dabei ist, dass man ja nicht genau den richtigen Kunden vor sich sitzen hat, beziehungsweise nicht ja, den Bedarf richtig abgecheckt hat, ja. So, und die Kundenanalyse, die kann dir dabei helfen, ja, zum einen natürlich viel Zeit zu sparen, aber zum anderen auch, ja, deine, also die richtigen Kunden, ja, herauszufinden, ja, und herauszufiltern. Schau, wenn du als, ja, wenn du an Vegetarier Fleisch verkaufen willst, dann ist es einfach zum Scheitern verurteilt von vornherein. Ja, so, und deswegen ist es wichtig zu wissen, wer ist dein Kunde und was ist das ideale Produkt für den Kunden. Und da soll uns eben die Kundenanalyse dementsprechend dabei helfen. Also Ziel bei der Kundenanalyse ist es halt immer, zum einen natürlich das eigene Business so profitabel wie möglich zu machen, Umsatz zu steigern etc., aber auf der anderen Seite natürlich auch das Produkt, die Dienstleistung immer weiter zu entwickeln, zu optimieren und optimal an die Kundenbedürfnisse anzupassen, ne? So, und die ABC-Kundenanalyse ist ein gutes Werkzeug da dazu. Und wenn du jetzt mit der ABC-Kundenanalyse arbeitest, dann macht es durchaus Sinn, sich vorab ja, mit dem Pareto-Prinzip vertraut zu machen. Das Pareto-Prinzip bildet sozusagen die Basis, ja, für die Kundenanalyse, für die ABC-Kundenanalyse. Und hier geht es dann im Prinzip im ersten Step darum, dass du dir einfach mal anschaust, ja, wer sind denn die 20% deiner Kunden, die ja für 80% deiner Ergebnisse verantwortlich sind. Ja, weil das Pareto-Prinzip sagt ja aus, dass du mit 20% ja aller Aktivitäten, ja, 80% der Ergebnisse erzielst. So, und das wenden wir im Prinzip auf die ABC-Analyse an. Und da gehst du jetzt folgendermaßen dann am besten vor. Du selektierst deine Kunden nach folgendem Schema: A-Schlüsselkunden, B-Kunden und C-Kunden. Und die A-Schlüsselkunden schaust du dir im Prinzip an, also wer sind die 20% aller Kunden, ja, die dir den meisten Umsatz bringen. Ja? Also 20% der Kunden, die mindestens 80% deines Umsatzes ausmachen. Und die selektierst du und suchst du raus. Dann schaust du dir die B-Kunden an. Ja, also das sind dann sozusagen die normalen Kunden. Das sind die Kunden, die dir so zwischen 15 und 30% deines Umsatzes einbringen. Und dann suchst du dir die C-Kunden raus. Die sind gemessen am Gesamtumsatz deines Unternehmens, haben die halt die niedrigste Bedeutung. Ja, ich sage das jetzt völlig wertfrei. Und diese machen dann im Schnitt dann unter 5% des Umsatzes aus. So, und wenn du jetzt diese Kategorisierung vorgenommen hast, A, B, C, dann schaust du dir an, was haben A- und B-Kunden gemeinsam, ja? Also welche Schnittmengen gibt es da, ne? Welche Berührungspunkte haben die beiden, ja? Und dementsprechend kannst du dann hergehen, ja, und kannst dadurch wertvolle Informationen für die Kundenansprache und Kundenauswahl gewinnen. Und du weißt dann im Prinzip genau, wer deine idealen Kunden sind, warum sie das sind, welche Gemeinsamkeiten diese haben. Und dann macht es natürlich Sinn, sich auf diese Kunden zu fokussieren, dein Angebot noch besser auf diese Kunden dann abzustimmen. Das Gleiche solltest du übrigens dann, wenn du jetzt im Network Marketing tätig bist und ja, Teamleiter bist, Team aufbaust, solltest du das auch mit deinen Vertriebspartnern machen, weil dann siehst du genau, was für Eigenschaften haben deine idealen Teampartner, und dann erkennst du diese auch, wenn sie vor dir sitzen. Ja, und du weißt auch sofort, wer ist dann eher ein Zeiträuber. Okay, in diesem Sinne hoffe ich, das Video hat dir weitergeholfen. Ich werde dir den Link zu diesem Blogartikel, wo du noch viele weiteren Informationen bekommst, ja, werde ich dir unterhalb des Videos dementsprechend verlinken.
Und wenn dir das Ganze geholfen hat, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du der Sache einen Daumen hoch gibst, das Ganze mit deinem Netzwerk teilst, ja. Ja, und in diesem Sinne freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, ja, mach's gut, alles Gute, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.